Wir zeigen, wie mit der Software EasyPlan eine raumweise Heizlast geschätzt und die notwendigen Einstellungen am Dynacon Eclipse Verteiler ermittelt werden. Dazu reduziere ich die Auslegungstemperaturen auf Vorlauftemperatur 44 Grad Celsius, Rücklauftemperatur 36 Grad Celsius. Die Normaußentemperatur belasse ich bei minus 12 Grad Celsius. Im Objekt seien zwei Ebenen mit Flächenheizung installiert, also ist hier keine Änderung erforderlich. Ich wechsle jetzt im Bedienfeld von Zweirohr auf Dynacon Verteiler. Im Obergeschoss haben wir vier Heizkreise, das kann so bleiben. Im Erdgeschoss ebenfalls auf Dynacon Verteiler wechseln und die Anzahl der Heizkreise auf 7 erhöhen. Mit Klick auf Rohrnetz anlegen erhalte ich jetzt meine Anlagenskizze. Ich klicke den ersten Heizkreis links oben an und trage jetzt die Planungsparameter ein. Der Raum ist das Schlafzimmer und die Heizlast werde ich jetzt über ein Untermenü abschätzen. Dazu klicke ich auf das Taschenrechner-Symbol. Das entsprechende Menü öffnet sich und ich kann hier die Planungsparameter eintragen. Das Baualter bleibt bei 1985, die Raumtemperatur bei 20 Grad Celsius. Über dem Raum ist unbeheizt, wir befinden uns ja im Dachgeschoss. Die Raumfläche beträgt 17 Quadratmeter, die Außenwandlänge 7 Meter. Wir haben Kunststofffenster mit einer Fensterfläche 2,24 Quadratmeter. Unter dem Raum ist beheizt, da befindet sich ja das Erdgeschoss. So erhalten wir eine Heizlast von 1139 Watt, die ich durch Klick auf das Häkchen unten rechts in das Bedienfeld übertrage und dann das Bedienfeld wiederum mit Klick auf das Häkchen unten rechts schließen kann. Kurze Anmerkung zum Feld Rohrlänge. Da wir ja einen Dynacon Eclipse Verteiler gewählt haben, ist für die Berechnung der Einstellung die Rohrlänge nicht relevant, aber sie kann trotzdem nicht ganz außer Acht gelassen werden. Denn wir brauchen ja die Heizkreislänge auch noch zum Ermitteln der Pumpenförderhöhe. Am ungünstigsten Kreis, also dem mit der größten Rohrlänge, trage ich dazu eine realistische Länge ein. Das mache ich hier im Beispiel einmal mit 100 Metern und dann wird das Feld geschlossen. Wenn alle Räume mit Planungsparametern versehen sind, klicke ich unten im Bedienfeld auf das Taschenrechner-Symbol, Rohrnetz auslegen und berechnen. Ich bekomme eine kurze Statusmeldung, das Netz ist berechnet und wir sehen auch schon die Pumpendaten. Wir brauchen eine Pumpenförderhöhe von knapp 390 Millibar und wir brauchen einen Durchfluss 1043 Liter pro Stunde. Die Einstellungen kann ich mir dann auch noch im Einregulierungsprotokoll unter Ventileinstellungen ausdrucken, ansehen. Für meine Fußbodenheizung die einzelnen Kreise durchnummeriert mit den jeweiligen Raumbezeichnungen, den ermittelten Heizlasten und den einzustellenden Volumenströmen. Das heißt, die Berechnung ist fertig. Und ich werde sie jetzt zu guter Letzt noch abspeichern. Wir sind fertig.